Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warships. Und dieses Mal nicht aus der Galaxie, aber ich habe da noch ein Gameplay, das war ja echt, es war einfach Fail. Das stand ja bis 13. April und ich habe, doch 13. oder? 13., 12., 13., irgendwie sowas. Und immer habe ich natürlich angenommen, dass das Ganze wieder um 7 Uhr morgens ist. Oder erst dachte ich, es wäre um 12, weil sie nicht 7 Uhr morgens reingeschrieben haben. Dann dachte ich, es wäre 7 Uhr morgens und habe mich da ja mega abgehetzt in der Nacht noch, um dann noch die Gameplays hinzubekommen. Weil es waren noch 400 Spieler online und da ein richtiges Match zu finden, ist auch erstmal. Ja, das ist erstmal so eine Sache, gerade in diesem Modus. Und ja, dann war der den ganzen nächsten Tag noch online. Und ich dachte mir so, ey, das kann doch nicht sein. Das ist doch jetzt, das ist doch echt nicht wahr. Naja, wir spielen heute die Sims. Also nicht Sims, wir spielen nicht Sims, sondern wir spielen die Sims. Oder? Der, die das Sims? Ich glaube, es ist die Sims. Der, die, das, Tier 7, der Destroyer der Amis, den man, mit dem Paket bekommen konnte. Wie gesagt, ich habe mir das 50-Euro-Paket gekauft, auch wenn ich nicht so gern, ich bin geizig, ich weiß, immer so viel Geld ausgebe für ein Spiel. Für ein Online-Spiel zumindest. Aber naja, jetzt gibt's halt Premium erstmal ordentlich für ein paar Tage. Man hat ordentlich, ich habe ordentlich noch Tokens jetzt oder. Warum steht da eigentlich noch Tokens? Warum steht da noch nicht. Ich meine, sie haben es ja von Tokens auf Piasta auf goldene Dublonen geändert. Warum steht da immer noch Tokens? Na, egal. Ja. Jetzt haben wir auf jeden Fall irgendwas. Und Premium ist definitiv ziemlich geil. Das ist. Macht vieles einfacher. Weil, wenn man nur so, wie ich gerade, ein bisschen ab und zu spielt, täglich ein paar Runden, dann ist es bei den größeren Schiffen hier schon ein bisschen. Ja, langwieriger. Und ich weiß gar nicht, was ich hier kaufen soll. Ich glaube, ich spiele erst eine Runde und finde dann erstmal raus, was da wirklich so praktisch ist. 5,5, ja, Torpedos, Ich denke mal, also ich hoffe mal, ich kann bei dem Ding tatsächlich auf die Geschütze setzen, weil die Torpedos halt echt wieder so eine Notlösung sind. Aber ich denke, ich starte erstmal rein. Hoffe, wir finden einen Match. Gehen wir mal davon aus. Ja, krass. 700 Spieler und pff, ein Match. Das ist mir noch nie passiert. Das kann ich mal sagen hier. Ich glaube zumindest, ich habe ein Match, oder? Ja. So, gegen ganz viele Sechser und Fünfer. Yes! Abgesehen von der Nagato. Kein Flugzeug, außer bei uns. Okay. Aber ein Haufen Destroyer. Verdammt. Stimmt, ich bin ja auch ein Destroyer. Stimmt. Das habe ich fast vergessen. Aber naja, ich bin gespannt, wie sie ist. Ich habe sie noch nie spielen können. Also. Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube, auf dem Presse-Account. Jetzt müsste ich mir nochmal ein Video anschauen. Aber ich glaube, auf dem Presse-Account war das Ding auch nicht drauf. Da war nur die Yubari drauf. Und wie war das andere Schiff hier noch, was ich bekommen habe? Käse. Genau. So, jetzt sind wir in Game. Und ich lad mal immer um. Die Geschütze sind cool. Da kann ich jetzt schon. Guckt, Alter, guckt euch mal an. Das ist ja, the Dream is real. Ich meine, klar, es ist ein Destroyer, aber ich bin das zum Beispiel jetzt von den Japanern. Ich habe sie seit dem Update nicht mehr gespielt. Da wurde ja wohl dran gearbeitet. Aber das war so ein Problem. Oder was heißt ein Problem? Eigentlich auch nicht. Die Japaner habe ich immer total stark auf Torpedos gespielt. Also meistens so, dass ich mehr oder weniger nur die Torpedos sogar genutzt habe. Die Schüsse. Haben wir nicht genutzt. Und das war das Problem. Guck mal, wenn ich jetzt lenke. Da war ich hier. Warte mal, nochmal. Wenn ich jetzt so lenke, wenn man so lenkt, dann sind die Geschütze schon. Können die schon nicht mehr nachjustieren. Bei den Japanern. Also vielleicht nicht so extrem, aber um euch das jetzt mal zu zeigen. Also die waren halt nicht so schnell beim Drehen, beim Nachjustieren. Jetzt guckt euch mal diesen Scheiß an. Das ist einfach nur krass, wie schnell man die Seite ändern kann. Es ist Hammer. Und ich meine, das ist halt die Sache. Bei den Japanern ist es an sich eigentlich nicht so relevant, weil, wie gesagt, ich zumindest spiele die Dinger nur so, dass ich eigentlich nur auf Torpedos gehe. Die haben ja auch gut Reichweite, also klappt das auch ganz gut. Aber bei den Amis
Die haben ja meistens nicht so viel Torpedoreichweite und daher sind die Geschütze ja meistens ein bisschen schneller. Aber so schnell ist schon das schon echt. Bin ich gespannt, was die an Damage raushauen. Freue mich auf jeden Fall. Bereue es auf jeden Fall nicht, dass ich dieses Paket genommen habe. Bin ich ganz ehrlich. Allein schon wegen den drei Schiffen, wobei ich glaube ich weiß immer noch nicht, ob die jetzt wirklich eventuell sogar doch. Ich weiß es nicht, ob die irgendwie vorbestellerartig limitiert sind, aber ich glaube nicht. Aber ich weiß es, wie gesagt, auch nicht. Ich weiß auch nicht, wo ich hinfahren will. Ich da weiterhin fahre, bin ich schon wieder so frontal zu allem. Vielleicht glaube ich, drehe hier einmal rum und dann steuern. Drehen, drehen, drehen. Drehen, drehen, drehen. Oh, das. Alter, was hat das denn für ein. Er steht sich ja fast quer. Was hat das für ein Wendekreis? Ich meine, ich bin wie gesagt Ami Destroyer noch nicht viele gefahren, aber das Ding ist ja echt krass. Also wenn alle Amis so sind, überlege ich mir das nur mal mit dem Anfang. Ich meine, ich habe es nicht angefangen, weil mir das nicht gefiel, dass die nicht so viel Dingens haben. Ja, Torpedoreichweite. Aber wenn die alle so wendig sind, dann schon. Aber ich meine, ich habe jetzt noch nicht geschossen. Oh, das sind tatsächlich mehr Gesch. Ach, ich habe vier, stimmt. Ich treffe nichts. Krass. Ja, wir schießen gerade auf immer eine Kuma, oder? Oma. Nicht so easy zu treffen. Gerade nicht, wenn sie jetzt auch noch abbremst. Ah, das ist echt genial, dass die Geschütze so nah schnell nachjustieren, aber ich denke, das ist es halt. Oh. Oh, mal gucken, ich könnte es doch schaffen, ich könnte es doch. Nein! Ich ja, hänge mit dem Arsch fest. Schade. Close. Was close? Wo komme ich vorwärts raus? Er ist schon fail, oder? Also muss man mal sagen. So genau, so. So mobil, so schnell. Was Lenkung angeht und. Guckt euch mal diesen Wendenkreis an. Es ist einfach. Es ist the dream. The dream is. Oh, fail. Oh. The dream is real. Dream was real. Und das ist natürlich das Schöne, man kommt da sehr schnell auch wieder raus. Ja, das ist wirklich so. Stimmbruch. Aber es gefällt mir echt ganz gut. Also normalerweise, ich habe ja eigentlich, ich bin ja ein Fan von Torpedos, muss ich halt sagen. Und daher waren die Ami Destroyer bis jetzt eigentlich nie sowas für mich, weil ich da halt eher so gedacht habe, okay, wenn die jetzt so wenig Torpedos haben, dann nee, danke. Aber natürlich können Geschütze genauso, wenn nicht noch schlimmer sein. Ich meine, ihr habt das Video vielleicht gesehen, wo ich von der. Was war das? Clemson? Oder nee, Nikolas, glaube ich. Wo ich mit der einfach von der einfach nur destroyed wurde. Und die hat ja auch nur auf mich geschossen. Mit normalen Geschützen. Aber das ist schon echt ziemlich krass. Und bei der Feuerrate könnt ihr euch mal sehen. Wenn ich mal irgendwas treffen würde, dann würde ich auch Schaden machen. Ui, 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 ui. Ja, Gegner Destroyer hiermit abzuschießen ist tatsächlich. Eine wunderbare Lösung, also um Destroyer wegzukriegen. Glaube, ich schicke da jetzt einfach mal, da ist. Oh, ich hab eben was dahinter getroffen. Ich schicke da einfach mal meine Torpedos rein. Irgendwas trifft's vielleicht. Ich glaube, der hat sicher sowieso seine Torpedos auch abgeschossen. Jetzt muss ich gerne mal gucken, ich bin noch eine Salve. Ja, wo ist dieses Land? Ah, kein Problem, es ist toll. Hier. Meint ihr, ich komme da noch rum? Ey, jetzt gibt's keinen zurück mehr. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, das sieht doch nicht schlecht aus. Habt ihr verstanden, oder? Krass. Dieser Wendekreis ist der Hammer. Es hört sich jetzt echt blöd an, weil ich nur am Schwärmen bin von dem Ding, aber. Ich bin halt so die Ami-Destroyer noch nicht wirklich gefahren und das Ding gefällt mir so spontan ziemlich gut. Und der traut sich weit rein.
Ja, okay, er wusste wahrscheinlich, dass ich komme und ich nichts treffe. Aber ganz ehrlich, mich mit Torpedos zu treffen, ist eigentlich unmöglich, oder? Ich kann so schnell, ich habe so einen Hammer-Wendekreis, ich kann einfach so schnell ausweichen. Es war jetzt blöd, dass ich den gerade nicht anvisiert hatte. Autsch, autsch. Ich wusste, ich will die, weswegen ich die Cleveland abschießen will. Das ist eine Cleveland, oder? Ja, ey, du. Oh, please! Hit something! Das gibt's nicht! Und ich treffe jetzt nicht. Ich meine, die hat zum Glück was anderes jetzt im Visier quasi. Oh. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Ist natürlich so, Destroyer sind schnell tot, aber. Ja. Ich habe übrigens gerade nur eins abgefeuert. Ich weiß nicht weswegen. Ich war, glaube ich, irgendwie im Cruiser-Mode. Ich dachte, ich wäre ein Cruiser und habe nur so wenig, aber. Ja. Keine Ahnung. Mir habe ich gerade nur eine Torpedosalve abgeschossen. Davon hat zwar sowieso nichts getroffen, aber. Ich überlege gerade, was ich jetzt mache. Boah, der mischt schon einen Destroyer die da auf. Oh. Verdammt nochmal, das war knapp. Das war's, Klose war das. Na, ich glaube, den treffe ich nicht. So wie der fährt. Fährt er nämlich aus meiner Range raus. Our victory is in sight. Wenn ich mich nicht irre. Ich meine, ich habe natürlich auch nicht so viel Range mit dem Torpedos gehabt. Das heißt, die sind sowieso nicht weit gekommen. Wenn die da nichts getroffen haben, quasi. Aber trotzdem. Ja, das sind 4 Kilometer. Gut, da versuche ich es mal. Gerade durch den Nebel da wird er die erst spät sehen. Spät sehen. Oder Gott, fahre ich da jetzt noch rüber? Ich glaube, ich versuche es mal. Ich bin mal so dumm. Aber ich schieße mal gerade nicht. Um nicht instant aufzugehen. Aber jetzt kann ich. Jetzt sind seine Geschütze nämlich eben ziemlich außer. Nicht hingedreht quasi. Und ein Torpedo müsste mindestens treffen, oder? Ja, sag ich doch. Sehr nice. Dass er auch einen Kill bekommen könnte. Boah. Very good, very good. I like that. Nice, gefällt mir. Also ja, geil. Gefällt mir echt. Das Ding hier. Schöne Geschütze, super schnell am Drehen, was ich total feier. Und die Torpedos sind auch nützlich. Ich komme irgendwann mal raus ohne. Ah, shit. Naja, das ist, glaube ich, sowieso gewonnen. Da kriegen wir nicht mehr Damage. Wir haben ja schon 559 Punkte. Ich glaube, das wird nichts. Da müsste von uns jetzt jemand sterben. Und wenn ich sterbe, dann bringt es mir gar nichts. Logischerweise. Aber ich würde denen gerne nochmal was treffen, ne? Vielleicht kommt ja noch was an, aber ich glaube nicht. Zu weit entfernt, glaube ich. Ja, schade, schade, schade. So ein Zitadellentreffer mit seinen restlichen HPs hätte ich auch noch hingenommen. Das wäre auch noch okay gewesen. Ja, schöne Runde, würde ich sagen. Also, war jetzt vielleicht nicht die beste, wenn ich ehrlich bin. Ja, wenn ich den Damage hier sehe, bin ich mir ziemlich ehrlich, dass es nicht die beste war. Aber ich meine, wir haben. Es sind. Unser ganzes Team hat ziemlich abgeräumt, auch wenn wir alle mehr oder weniger nur eine Seite gefahren sind. Aber das war heftig. Credits, verdammt, verdammt krass.
258.000 und insgesamt mussten wir 34.000 zahlen. Das ist ein Plus von 200. Was war das jetzt? 248.000 oder sowas? Das wäre so ein Plus von 220.000. Das ist schon happig, krass. Das ist schon schön. Da können wir hier mal was kaufen. Damit werden die Dinge ja auch noch ein bisschen besser. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Also, das wäre gar nicht so schlecht. Torpedos, ich weiß nicht. Repair nicht, weil, wie gesagt, ich glaube, hier gehe ich definitiv auch ein bisschen mehr auf die Geschütze. Wobei das jetzt fast auch unnötig ist, weil ich glaube, so, wobei, Genauigkeit, das ist unnötig. Aiming Time, das brauchen die nicht. Das ist schon gut genug. Ja, ich weiß, nochmal Wendekreis, Schwestern, oder? Oder, ja. Das wär's. Das Ding dreht dann auf der Stelle. Naja, soweit so gut. Hier brauche ich definitiv diesen Skill hier unten. Und, ja, soweit so gut, würde ich sagen. Das war's. Zum kleinen Review, zum kleinen Video zum Sims. Gefällt mir sehr gut, das Ding. Also, da definitiv, ich bereue meinen 50-Euro-Kauf schon mal nicht. Haben die hier eigentlich noch was? Ah, nee, hier ist nichts geändert, oder? Nee. Fast 200 Battles. Ja, ich bin ein Noob, auf jeden Fall, was die Siegrate angeht. Aber kann man in vielen Fällen nichts für, außer man ist in einem Destroyer. Ja, beim nächsten Video, denke ich, werde ich hier die Kremjatschi. Ach, guck mal, hier ist jetzt Kremjatschi. Ey, das kann man aussprechen, oder? Oder ist es Kremjatschi? Ist es Kremjatschi, oder? Kremjatschi? 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 Irgendwie sowas, oder? Ein, zwei Mal. Ungefähr. Oh, ein Destroyer. Stufe 5. Bin gespannt drauf. Und dann natürlich auch noch die Yubari, welches ein Kosa ist. Ich weiß gar nicht, warum ich da Destroyer gelesen habe. Keine Ahnung, vielleicht stand es da so. Ich meine, es stand da, aber kann auch sein, dass ich mich da echt verguckt habe. I don't know. Naja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und tiddle.